Prost! Servus, da ist der Hirsch vom Hofbräu aus Traunstein. Ja, wir haben uns ein bisschen ausgeschätzt mit unserer Serie Der Braumeister verzapft. Heute geht's wieder los in die dritte Runde. Jetzt starten wir wieder durch. Für uns als Brauereimitarbeiter und gerade für mich als Braumeister und Bierliebhaber ist natürlich ein frisches Bier aus der Brauerei. Das ist natürlich das Allerhöchste, das ist das Allerschönste, was man haben kann. Bier ist aber ein absolutes Naturprodukt, ein frisches Produkt. Und dementsprechend ist es wichtig zu wissen, was man tun muss, dass man auch zu Hause den vollen Biergeschmack hat. Und deswegen gibt es heute drei Tipps mit, wie ihr auch zu Hause wunderbar genießen könnt. Da kommen wir schon zum ersten Faktor, und zwar ist es die Zeit. Dazu muss man wissen, dass unser Bier den höchsten Qualitätsstandard dann aufweist, wenn es frisch abgefüllt ist. Ja, und Bier ist einfach ein frisches Produkt. Und da muss man halt einfach auch wissen, wir haben sehr viele verschiedene Biersorten. Die Biersorten sind da unterschiedlich empfindlich. Ja, wenn ich das jetzt mal anschaue, unser dunkler Bock Maximilian sei stark. Der ist zum Beispiel nicht so empfindlich. Ja, den kann man auch mal ein bisschen länger liegen lassen. Den tut das von den Aromen her nicht sehen. Aber die hellen, die hopfenbetonten Biere, wie unser Pilz, die vertragen das nicht so gut. Da ist es einfach wirklich besser, wenn diese Biere relativ rasch nach der Abfüllung genossen werden. Wir haben zwar MAD drauf, aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Biere halt einfach mit der Zeit leicht abbauen. Und umso schneller, dass das Bier genossen wird, umso höher ist auch die Freude für den Biertrinker, weil das Bier einfach nur ein Tick besser ist, wenn es frisch ist. Und jetzt haben wir ja Sommer und da kann ich dann schon gleich überleiten zum nächsten Faktor. Und das ist die Temperatur. Und da schauen wir jetzt gleich in unsere Halle. Ja, gerade wenn es draußen etwas wärmer ist wie jetzt, oder, ist natürlich der Faktor Temperatur ganz entscheidend. Wir haben ja in Bayern das Reinheitsgebot für unsere Biere und unsere Biere sind nicht wirklich hundertprozentige Naturprodukte. Wir können keine künstlichen Konservierungsmittel zusetzen. Und dementsprechend ist unser Bier einfach auch wirklich temperaturempfindlich. Das heißt, höhere Temperaturen schaden ihm. Optimal war eine Lagertemperatur von 4 bis 7 Grad Celsius. Und deswegen sind wir jetzt da in der Halle, ja. Da steht unser Bier ganz kühl. Das tut ihm gut, das tut der Qualität gut. Jetzt ist daheim auch kalt lagern. Stellt es nicht draußen irgendwo in die Sonne, auf dem Balkon oder sonst wo, weil da kommen wir nämlich schon zum dritten Feind und das ist das Licht. Ja, selbst das großartigste Bier aus der besten Brauerei baut bei den genannten Faktoren qualitativ einfach doch sehr, sehr schnell ab. Aber da kommt noch ein dritter Faktor dazu und das ist das Licht. Bier ist sehr, sehr lichtempfindlich. Das Licht reagiert mit den Hopfeninhaltsstoffen, mit den Hopfenbittersäuren im Bier und da entstehen unangenehme Aromen. Und das wollen wir mir natürlich nicht. Gerade im Getränkemarkt ist es natürlich sehr, sehr wichtig, derzt das Bier bitte raus aus der Sonne. Ja, die pralle Sonne schadet dem Bier. Selbst im Biergarten ist ganz wichtig, ja, selbst wenn ich da mein Bierglasl da stehe habe, raus aus der Sonne. Ja, nur so kann ich wirklich diese ursprüngliche Frische bestmöglich erhalten. Und nur so ist es dann möglich, dass das Bier brauereifrisch bleibt. Ja, und deswegen ist es natürlich auch so, dass wir das Bier in unserer braunen Flasche haben. Diese braune Flasche, die schützt unser Bier am allerbesten vor dem Licht, ja, vor diesem UV-Einfluss. Früher hat man Grünglas auch mit hergenommen, da hat man Mangel am Braunglas. Dieses Grünglas schützt das Bier aber nicht entsprechend vor der Sonne, vor dem UV-Licht und das schädigt dem Ganzen. Manche andere Brauereien, meistens die Konzernbrauer, haben immer noch aus Marketinggründen die grüne Flasche. Wir werden es ganz sicher nicht machen, weil das einfach der Qualität schadet. Wir wollen unser Bier bestmöglich zum Endverbraucher bringen und deswegen die braune Flasche. Unser Gründervater, der Kurfürst Maximilian I. von Bayern, der hat die Brauerei gegründet mit der Maßgabe, hier in der Hofgasse bestes Bier zu brauen. Seit Jahrhunderten gehen wir dem nach. Und heute ist natürlich nur unser Ziel, beste Qualität hier rauszubringen. Für das gehen wir jeden Tag in die Arbeit. Für das haben wir da einen riesen Spaß dabei und machen da super Bier. Und dafür haben wir eben auch heute diese Folge gemacht, damit ihr diesen Genuss genauso miterleben könnt. Das ist für uns natürlich super wichtig. Und ja, eben diese drei Punkte auszuschließen, diese drei Gefahren auszuschließen, das sorgt für einen super tollen Biergenuss. Und da haben wir natürlich dann auch Freude. Ja, und so war es dann heute schon für diese dritte Folge Der Braumeister verzapft. Wir sehen uns bald wieder, wir machen eine vierte Folge und da werden wir dann professionell Bier verkosten. Macht es gut, bis bald und Prost!